Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Two Guys in 7 Days to Die zusammen mit dem lieben Christian. Hallo, hallo. Und mir, eurem Robby. So, heute ist Tag 56, siebte Hordennacht. Wir haben es gerade noch so geschafft, die Hordenbase aufzumotzen. Neu sind jetzt hier Bikes, zweireich plus schöne Stahlstacheln. Die werden zwar nicht pieksen, aber ist quasi wie eine doppelte Mauer da. Und es sieht auch noch stylisch aus. Finde ich jetzt. Hier sogar. Ja. Hier sogar dreireich. Die Spikes. Eigentlich wollte ich hier, aber ich kann hier keine setzen. Wieso auch immer. Ah. Logisch. Nee. Hat sich geklärt. Alles gut. Genau. Hab mich wieder ein paar Mal verbaut, sieht man. Also der da hinten, der ist, der wurde ja durchgebrochen. Neu, der ist neu. Sonst hier drin ist eigentlich alles beim Alten. Hab, hier oben habe ich noch eine Leiter hingebaut. Da unten sind es jetzt drei statt zwei. Ja, sonst einfach alles repariert. Wie findest du das neue Design? Ja, nicht schlecht. Ne? So piekst. Ja, ne, hier kann ich natürlich nichts setzen, weil das sind die Bleche. Die haben natürlich eine Hitbox gegen oben, logischerweise. Ja. Das ist doch so. Genau. Hauptsache, ich habe hier meine Leiter. Das Ding ist hier wichtig von außen. Das ist wichtig, ja. So. Also bin ich flexibel genug. Wo bist du? Ja. So, Generatoren laufen. Reparaturzeug. Hammer. Hoffe ich, braucht man nicht. Munition gar nichts. Dartfallen sind, glaube ich, noch ziemlich gut bestückt. Deshalb habe ich da gar nichts gemacht. Ach, hier zum Reparieren ist auch noch genug drin. Ja, ja, ja. Ich hau mal hier das hier noch rein. Das hier. So, einmal nachladen schon mal. Ah, jetzt. Komm, ich hau hier noch. Ich habe ja noch einen halben Stack je. Hau mal hier noch einen halben Stack hier rein und dann sind die fast gut ausgerüstet. Sehr gut. Habe ich den gesichert? Ja. Gut. Ja, lieber Christian, was erwartet uns heute? Oder was denkst du, was uns heute erwartet? Na, ich schätze mal, heute kriegen wir eine Schippe draufgelegt. Echt? Ja, also wir sind hier jetzt, ne? Was ist das, die? Siebte. Siebte. Na, die achte schon, oder? Ne, die siebte. Die erste zählt ja nicht. Ja, die erste ist Nummer sieben. Also ja. Tag sieben. Ja, ich denke, heute werden wir das ganz gut machen. Optimist. Ja, immer, immer. So, die Schrotze ist auch geladen. M5 hat nur noch 40 Schuss, aber das ist okay. Ja, Compound-Bogen habe ich auch noch mitgenommen. Hab mir noch ein paar Sprengpfeile und Feuerpfeile reingeschmissen. Du hast einen Compound-Bogen? Ja. Hast du mal gefunden? Ja. Ja, nice. Hast du Compound-Bogen und ich Compound-Armbrust? Ja, ist doch in Ordnung. Ja. Ich bevorzuge sowieso lieber ihn hier. Ja. Deshalb habe ich sie dir ja auch gegeben. Das ist genau mein Ding. Mhm. Warte mal. Rad, eins und zwei weg. Ja, komm. Entschuldigung, Entschuldigung, was ist vorbei? Thumbnail vergessen. Eieieiei. etwa so. Gut. Zombies können kommen. Ah. Ja,
direkt gestoßen hier oben, Mann, dieser Scheiß. So. Ich werde wieder mit meinem Sniper anfangen. Also Unterhebel, Repetiergewehr. Hm? Er muss sich schon verbinden. Das fängt ja gut an. Rohrbomben hast du mitgenommen. Ich habe 4 Stück dabei, ja. Ja gut, ich auch. Und 9 Molotow. Okay. Die habe ich durch Zufall oben bei mir im Zimmer gefunden, unterm Bett. Ja, merkst du was, ne? So, 10 Minuten geht's los. Ja, da mal Tür zu hier, ne? Mhm. Auch immer ein bisschen nach oben schauen, wegen Vögel. Ja, ich bin gut zu Vögeln. Die Vögel da oben gerne rum. Hier, das müssen wir noch anschalten. Ich muss da irgendwie meine, wenn ich einen Short mache, der Shortcut für die Shorts, ne? Mhm. Wenn ich da drauf drücke, bei 7 Days gehe ich immer in die Knie. Hm. Ich will mal einen anderen Shortcut aussuchen, ne? Ja. Alte 4. Alte. Oh, oh. Oh. So. Tastatur sperren. So, es geht los. 10 Uhr. Es geht los. Ich höre sie schon. Ich auch. Ist jetzt aber nur hinter uns. Mach mal die Tür auf. Ne? Hinten an der Ecke ist einer totgegangen. Ist aber noch keiner. Ja, hier hinten sind alle. Oh, ein Demolisher. Ja, dann komme ich auch mal mit hoch. Demolisher liegt. Wieso immer hier hinten? Das verstehe ich nicht. Mo, bleib liegen. Ja, kommt man nach vorne hier. Au! Ich möchte ja eigentlich den roten Rucksack holen vom Demolisher, ne? Ich lock sie gerade alle nach vorne. Angekotzt. Komm, gib ihn mir! Will mir nicht geben. Doch, da. Hab ihn. Den auch. Hallo. Boah. Moin. Moin.
So, ich zeig mal hier in die Kiste. Hier vorne. Ja, ist gut. Noch mal hinten schauen. Noch einen Rucksack habe ich jetzt vorne mal looten können, aber. Wo denn? Ja, vorne habe ich schon. Nee, nee, der Bulle. Nicht explodieren. Nicht mich. Polizist ist explodiert. Tschüss. Wie stabil der ist, ne? Was ist der Bulle? Ja. Dann geht er voll all in, ne? Wer ich? Ja, gibt's noch einen anderen, Christian? Ja. Scheiß nachladen. Mhm. Oh, Waffenschrott. Einmal nach oben hier. Einmal eben Waffe reparieren. Schön, ne? Ja. Oh, fast runtergefallen hier. Schauen. Hier hinten sind sie. Warum wollt ihr denn generell nicht mehr nach vorne, die Idioten? Sind sie hinten an der Ecke bei dir, ne? Ja, mhm. Ne? Heh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 
Aber die ducken sich jetzt da runter, unten durch, ne? Oh, scheiß Nachladen. Ach, das bist du. Also sind die Klingen fallen schon außer Betrieb da vorne? Weiß nicht. Schon wieder. Klingen vorne. Zeigen wir das mal. Ah, okay. Der Polizist hat die Verkabelung weggesprengt. Echt? Ja. Den haben wir natürlich keine da. Oh. Da. Oh. Aber bis jetzt noch relativ ruhig, finde ich, ne? Ja. Also jetzt nicht so. Alles, was ich in Rücksäcken bis jetzt gefunden habe, habe ich schon gelootet. Sehr gut. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, die rein. So. Oh, ich bin ja hier mitten im Kampf. Und wieso drehst du dumme Kuh denn um? Ich sehe doch noch den einen oder anderen Schwachpunkt. Ah! Alter, die springen hier rüber. Hör zu.
kurz was essen. Trinken. Ja, ich muss mich mal verbinden hier. Die ist sauer, die angekotzt. Ja, die stehen alle unter dir an den Pfeilern, ne? Ja, schon wieder angekotzt. Die haben meinen neuen Zaun kaputt gemacht, hier, die Säue. Ja, weil die da drin spawnen. Und du ziehst gerade alles zu dir, ne? Ja, ja. Komm her wieder. Ist Draht noch an? Ja. Vögel höre ich, glaube ich. Oder? Nee, bis jetzt nicht. Stimmt, Vögel kamen noch keine. Das ging, glaube ich. Ja, aber jetzt kommen sie wenigstens mal hier hoch, ne? Ja, ja. Kotzbrocken kommt. Ihr könnt ja mal noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr, keine Pässe. Bleibt doch mal stehen. Wenn ihr noch was seht, was an unserer Hordenbase jetzt nicht so optimal ist. Jo. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir nehmen jeden Tipp gerne an. Drei Polizisten und Christ gegen Christian? Ja, ich bin schon raus da unten. Mein Gewehr ist wieder mal kaputt. Ich muss sie eben ausbessern. Ah, eine Kleinigkeit. Essen könnte ich auch mal eben. So, perfekt. Dann habe ich das Bein gebrochen. Seit ich die eine Mod gegen Fallschaden habe, nie mehr das Bein gebrochen. Ja, ich muss mal. Ich glaube, wir haben einen. Die Schiene hier unten drin, ne? Müssten. Nein, doch, ein Gips benutzen. Legt mir im Krieg einen Gips an. Da waren zwei Vögel.
scheiß Kotzbrocken kommt auch wieder. Da eigentlich mal wieder ein paar Taschen looten, ne? Bleib nicht so lange da vorne stehen, weil die sammeln sich alle unter dir. Ich bin mobil gerade. Big Mama, da stehst du drauf, hä? Big Hitters for Big Mamas. Reparier mal kurz die... Elektrozäune. Das ist nur der, wo ich gerade stehe, glaube ich, defekt, ne? Ne, läuft alles noch. Andere Seite. Ja, einer ist kaputt hier. Junge, das ist meine Baustelle. Viertelstunden haben wir es geschafft. Wir haben eine Klingenfalle weggesprengt. Nachladen. Aber waren gar nicht nur ein Demolisher bis jetzt, ne? Ja. Ich schwör's nicht. Oh, unten ist er am Buddeln gewesen. An den Schrägen.
Lootgeier, ne? Schlägt wieder zu. Feierabend langsam hier. Boah, lad nach, du Sau. Boah. Immer die schönsten Schüsse und dann ist... ist die Magazin leer. Immer noch meine Baustelle, Freundchen. So Leute, jetzt könnt ihr noch einmal mit mir mitkommen. Wir gehen jetzt hier durch Strom. Kommt. Komm. Hier, aua, aua, aua. Komm. Bam, bam, du kleiner Ficker. Geil. Das war's. Von wegen, wir werden überrannt. Oh. Ah. Liegen bleiben. Die Biker sind alles feral, ne? So. Aber Außenmauer steht noch. Ja. Also kann man da drauf aufbauen. Das ist schon mal sehr gut. Nicht dadurch? Ich gucke nur, ob nur da irgendwelche Taschen rumfliegen. Ja, ich gehe mal ausschalten. Ich komme auch rein. Schau mal, da wo ich stehe, das ist eine... Wow, wow, pam, pam, pam. Das ist eine vom roten Steg rübergesprungen. So. Ausschalten. So. Ausschalten. Ausschalten und ausschalten. So. Der ganze Zaun hier kaputt. Hier ist nichts mehr. So, in der Robby- und Chris-Kiste ist alles das, was ich gelootet habe. Ja. In die Robby-Kiste hatte ich schon mal was reingeschmissen. Naja, Robby und Chris halt, ne? Naja, ja, ja. Da. Was haben wir denn Schönes? Ne, ich habe auch noch was. Big Hitters kann ich ja direkt lernen. Benutzen, benutzen. Fahrzeuge kann ich. Robotik kann ich. Rotflinten, Messias, Teil 6. Schrot. Oh, wo ist denn mein...
mein heiliger Zettel, wo drauf steht, was ich noch alles brauche. Brot finden, Messias 2 und 7 bräuchte ich. Oder? Warte. Ja. So. Und dann. Das habe ich noch gefunden. Traps, bist du auch fertig? Ja. Das, das, das. Gerne einen Topf. Nehmen wir gleich. Passt zu mir. Schrotflinte 6. Ja. Habe ich auch schon. Fallen, bist du fertig? Fallen? Ja, Rüstung muss ich noch. Ich glaube, warte mal. Hier, Fallen, das bin ich durch, ja. Okay, Schrotflinten Messias, dann haben wir das Band 6, das kann bleiben. Ah, Mann, Bogenschießen und Sniper haben fast das gleiche Bild, ne? Mm. Oh, Scharfschütze Band 5? Sag nicht. Warte. Wo war denn Scharfschütze? Scharfschütze, Scharfschütze. Ah, geil, ich bin durch da. Also. Wisst ihr, wir können jetzt offiziell fertige alle 6-2 Munition auf einmal. Ja. Hast du Glück gehabt. Scrapping Fun, da bin ich. Bögen bist du, ne? Das musst du noch? Oder warst du fertig? Bögen bin ich, glaube ich, auch durch. Warte mal. Bögen. Sturmgewehr war... Bin ich durch, ja. Sturmgewehr? Bist du? Bin ich, ne? Ja. Boah, da brauche ich noch 55 Hefte. Und das hier, das hier, das hier. Peps, warst du fertig? Das hier. Feuerwehrmann. Oh. Ja, lass mal alles rübernehmen. Ja, ich habe so noch das Inventar grob voll. Ja, ich habe jetzt einfach mal alles bisschen was gepackt. Die dann unten über die Spikes, über die Klingen fallen. Nach Hause. So. Aber ich glaube, eine Hordenbase zu bauen, war die richtige Entscheidung. Ah, by the way, ne? Wir haben das jetzt mal eingepackt. Gefällt mir noch nicht so, aber... Ich glaube, wenn der vordere Teil so genauso aussieht, sieht es geiler aus. Genau, aber jetzt elektrisches Garagentor. Was ist denn hier schon wieder... Ich frag an. Was denn? Schon wieder alles kaputt, die ganzen Blöcke kaputt. Wo kaputt? Im Eingang. Ich habe nichts kaputt gemacht. Mhm. Ich war hier nicht. Mhm. Lass mal so stehen, ne? So, warte mal, ganz unten das Magazin für dich. Und ganz oben lege ich mal die Baupläne hin. Nicht viel. So, wir werden noch ein bisschen einsortieren. Machen wir hinten an. Ja, wurde 7 gut überstanden, bin ich der Meinung. Ja. Das war jetzt mal echt... Das war ziemlich entspannt eigentlich. Ja, Obwohl ich merke, ne, wenn wir mitten in der Horde sind, ich rede viel, viel weniger, weil ich einfach voll konzentriert bin. Ja, Logo. Wärst ja auch nicht in Krieg und rufst deine Freundin an. Ach, Schatz, was machst du gerade? Hallo? du vielleicht deine nicht, aber... So, dann die haben wir hier unten. Ah, Penner. Ja, kannst du. Ja. Ja, schön drüber springen. Ah. Wir brauchen echt mal Magnum-Waffen. Brauchen wir?
Ja, also wir brauchen mal eine schöne Magnum, dass wir die Mu noch mal benutzen. Na ja, dann. So. Guck mal, nur 6 Brandpfeile benutzt. Die besser als meine. Meine Fresse. Messing. Ich habe auch ein bisschen Messing bekommen, ja. Mhm. Was haben wir hier? Nee, hier wollte ich hin. Hier. Und das ist der Bändeschienen. Können wir das wieder reinfüllen? Och, guck. Hier das rein. Wollte was essen. Ja. Ein Molotow habe ich sogar noch. Ein Molotow? Ach stimmt, könnte ich auch noch hier lassen. Ich habe noch eine Rohrbombe und 2 Granaten. Das kommt nach oben später. Die Eisenschaufel scrappig. Ja, warte mal, Fahrzeugteile. Den Lenker. Gut, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Würde uns sehr freuen und natürlich den Kanal unterstützen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.